1. Mai, das wir dem Thema Frieden und Neutralität gewidmet haben, sondern der gesamte Monat Mai, den wir als KPÖ Steiermark als Friedensmonat ausgerufen haben und in diesem Monat viele Veranstaltungen zu diesem Thema Frieden und Neutralität stattfinden werden. Aus dem einfachen Grund, weil wir sehen, dass es eine stärkere Stimme braucht, die sich für dieses Thema einsetzt und vor allem auch für den Erhalt der österreichischen Neutralität stark macht. Und hier ist die KPÖ eine verlässliche Kraft gewesen und das möchten wir auch verstärkt ins Zentrum stellen, vor allem auch im Hinblick auf die bevorstehende EU-Wahl. Dazu darf ich jetzt gleich bitten, Robert Grotzer, um das Statement, bitte. Ja, einen schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. 1. Mai steht bevor, wir gehen morgen auf die Straße, gemeinsam mit vielen Grazerinnen und Grazern, Steirerinnen und Steirern unter dem Titel für Frieden und Gerechtigkeit. Das ist uns als KPÖ wichtig, natürlich einerseits am 1. Mai als Tag der Arbeit, als Tag der arbeitenden Menschen ins Zentrum zu rücken, eben was leisten. Berufstätige jeden Tag in unterschiedlichsten Branchen, von der Pflege über den Transport, über die Produktion oder den Handel. Das ist etwas, was in vielen öffentlichen und politischen Diskussionen viel zu kurz kommt. Wer eigentlich diejenigen sind, die tagtäglich die Arbeit leisten, die tagtäglich mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft funktioniert und das ist uns als KPÖ ein ganz großes Anliegen, das auch am 1. Mai ins Zentrum zu rücken. Und gleichzeitig sehen wir den 1. Mai als ganz wichtigen Tag auch zu betonen, wie wichtig das Thema Frieden und wie wichtig das Thema österreichische Neutralität ist. Wir erleben eine Zeit, in der militärische Logik, militärisches, militaristisches Denken immer stärker Überhand gewinnt. Und ich habe mir hier ein Zitat mitgenommen von Albert Einstein, der mal gesagt hat, ein kluger Kopf passt nicht unter einen Stahlhelm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Zeiten wie diesen wieder stärker betonen müssen, dass es nicht darum gehen kann, in ganz Europa, auf der ganzen Welt, diese Logik des Militärischen und des Krieges immer weiter voranzutreiben und Millionen und Milliarden in Rüstung und Kriegsgerät und letztendlich dann auch in Krieg zu investieren, sondern dass wir ganz andere Zugänge brauchen. Ganz andere Zugänge, wie man mit internationalen Konflikten umgeht, wie man mit Krisen umgeht und auch wie man mit Kriegen umgeht. Und um das vorwegzustellen, ich glaube, wir können das so feststellen, es gibt eigentlich nichts Fürchterliches, Vorstellbareres als ein Krieg. Und das ist egal, ob dieser Krieg in der Ukraine passiert und unter dem Hunderttausende und Millionen Menschen in der Ukraine, aber auch russische Soldaten leiden müssen, oder ob das im Gazastreifen passiert, unter dem die palästinensische und die israelische Zivilbevölkerung enorm leidet. Und das gilt natürlich für alle anderen Kriegs- und Krisenregionen auf der ganzen Welt. Und leider erleben wir hier vielfach sozusagen einen Schrauben oder ein Drehen an der Eskalationsschraube und ein ausschließliches Denken in militärischen Logiken. Und deswegen ist mir eben Albert Einstein in den Sinn gekommen, wir brauchen kluge Köpfe, wir brauchen kluge Gedanken, die eben auch nicht sozusagen sich in Stahlhelme flüchten wollen, sondern die gemeinsam daran arbeiten, wie ein friedliches Zusammenleben in allen Ländern der Welt möglich ist, wie ein friedliches Zusammenleben hier in Österreich möglich ist, wie in Europa möglich ist, wie es auch möglich ist in der Ukraine, wie es auch möglich ist in Israel und Palästina. Und deswegen ist es uns als KPÖ ein großes Anliegen, den Monat Mai und natürlich dann auch fortgesetzt auch die EU-Wahl ins Zentrum zu stellen, der Kampagne für Frieden und Neutralität und hier eine klare Stimme zu sein für eben Frieden, für Abrüstung, auch dafür, dass wir Mittel
finanzielle Mittel, die wir so dringend in allen Bereichen brauchen, ob es ums Thema leistbare Wohnen geht, ob es um Gesundheit und Pflege geht, um Soziales, um die Beseitigung von Kinderarmut geht, überall dort, wird uns tagtäglich erzählt, es fehlt angeblich das Geld. Wenn es aber um den Ankauf von Panzern geht, wie wir unlängst eben die Entscheidung der Bundesregierung vernommen haben, ich glaube 6 Milliarden Euro in den Ankauf von Panzern zu stecken, ist das Geld quasi über Nacht da. Und das ist eigentlich etwas, was für uns unerträglich ist, dass man so diese Schwerpunktsetzung macht. Und da sind wir überzeugt davon, dass es eine klare Gegenstimme braucht in Österreich, aber auch im EU-Parlament. Und damit darf ich überleiten zu unserem Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl. Die KPÖ hat ja vergangene Woche einreichen können. Wir sind sehr deutlich über dem notwendigen Ziel der 2600 Unterschriften. Ich glaube, es waren fast 4000 Unterschriften, die knapp 3 Wochen gesammelt werden konnten, die sozusagen analysiert von den Osterfeiertagen überlappt gewesen sind. Aber wir haben gesehen, es gibt einen großen Wunsch, dass die KPÖ auf dem Stimmzettel steht, und wir sind sehr froh, dass wir mit dem Günther Hofgartner diesem Wunsch nachkommen können und der Bevölkerung ein gutes Angebot machen können, der KPÖ bei der EU-Wahl auch die Stimme zu geben, als Stimme für Frieden und Neutralität, und damit danke. Also ich würde gleich da ansetzen. Ich glaube, der entscheidende Punkt, oder es ist in der DNA der kommunistischen Bewegung, insbesondere der kommunistischen Partei, ist eigentlich die Frage Krieg und Frieden angelegt. Also die Frage Krieg oder Opposition zum Krieg und Kampf für den Frieden ist eigentlich, war immer schon Teil der kommunistischen Bewegung. Und deswegen ist es ja nach wie vor, nicht nur nach wie vor so wichtig, sondern aktuell, glaube ich, immer wichtiger. Und die Frage ist aber natürlich auch immer, stellt sich immer, wie organisiert man eine Politik, eine Friedenspolitik und so. Und da ist unsere Antwort halt tatsächlich, dass wir mit der Neutralität hier in Österreich tatsächlich ein Instrumentarium und ein Feld haben, in dem man das tatsächlich organisieren kann. Dazu braucht es aber aktive Neutralitätspolitik, das muss man auch dazu sagen. Denn Neutralität bedeutet für uns auf gar keinen Fall, einfach auf der Seite zu stehen und zuzuschauen und schauen, was für uns am besten rauszuholen wäre. Sondern aktive Neutralitätspolitik bedeutet ganz entschieden, aktiv sich für Frieden einzusetzen, seine Stimme zu erheben, Angebote zu machen. Und aktive Neutralitätspolitik ist somit eigentlich ein Handlungsraum für Friedenspolitik. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für uns. Und es ist natürlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Bezug auf die Europäische Union, glaube ich, nicht nur eine wesentliche Frage, Krieg, Frieden. Also jetzt gerade über die Ukraine oder so ist dieses Thema nur wesentlich brennend und wesentlich akuter geworden, als es ohnehin schon war. Und insofern glaube ich, muss man in der EU feststellen, dass das, was der Robert vorhin gesagt hat, dass sie nämlich eine Kriegslogik vorherrschen ist. Also es ist, alle Schritte, die gesetzt werden, um einen Konflikt zu lösen, werden in dieser Kriegslogik in Wirklichkeit vorgenommen. Das heißt, es geht nur um Konfrontation, es geht um Konkurrenz, es geht um Gegnerschaft und letztlich dann ein Krieg. Und es gibt aber kaum eine Friedenslogik, also kaum jemand überlegt sich, wie kann man das tatsächlich anders lösen, wie kann man sich Konflikte auflösen und nachhaltig auflösen. Und das ist nicht nur in der Ukraine so, sondern es ist auch in Wirklichkeit zum Beispiel im Israel-Palästina-Konflikt im Moment genauso. Also da ist auch die Kriegslogik von allen Seiten vorherrschend. Und das ist das Problem. Und dem, glaube ich, müssen wir den Versuch entgegensetzen, eine Friedenslogik zu etablieren. Und das Problem ist halt, dass in der Europäischen Union, die ja eigentlich per Definition immer als Friedensprojekt definiert wurde und auch gesehen wurde, weitgehend, dass dort vor allem in den letzten Jahren, aber auch aktuell insbesondere, eigentlich so eine ganz andere Entwicklung stattgefunden hat, und zwar Entwicklung hin im Sinne dieser Kriegslogik.
Und zwar, wenn man sich anschaut, zum Beispiel der Vorschlag von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die jetzt in Wirklichkeit in ihrem Pitch um eine zweite Amtszeit mit der extremen Rechten liebäugelt, die schlägt zum Beispiel vor, dass man Rüstungs- und Verteidigungskommissar, sie würde immer Kriegskommissar sagen, aber in Wirklichkeit heißt es Rüstungs- und Verteidigungskommissar, einsetzt, was natürlich ein ganz klarer Schritt hin zur Militarisierung der Europäischen Union ist und daher ein ganz klarer Schritt zur Militärunion. Und da angehängt gibt es natürlich auch, ist relativ interessant, diese Debatte um die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das im Zusammenhang mit der Debatte um den Rüstungs- und Kommissar und der Debatte um eine europäische Atombombe, die von verschiedenen Seiten in Wirklichkeit geführt wird, Macron, Lindner etc., ist eine ganz klare Entwicklung hin zu einer Hochrüstung und zu einer Militarisierung der Europäischen Union. Das ist das Friedensprojekt Europäische Union wird so zu einer Union der Generäle in Wirklichkeit. Und das bedeutet dann aber natürlich auch das Aus für alle Träume einer sozialen Union. Also wie wir sie jetzt im Wahlkampf immer wieder hören auch oder so. Also gerade Sozialdemokraten wollen eine soziale Europäische Union, was glaube ich nicht, was eine kluge Idee wäre. Aber wenn wir den Schritt weitergehen in Richtung dieser Militärunion, dann glaube ich, wird es auch mit der Sozialunion nichts. Weil du hast ungefähr aufgezählt, was in Österreich bevorsteht. Also ich glaube, es sind in den nächsten paar Jahren 16 Milliarden in Rüstungsgüter in Österreich investiert werden soll. Und man muss sich nochmal vorstellen, was diese 16 Milliarden bedeuten, wo die dann fehlen. Und dann kann man sie leistbares Wohnen, kann man sie bessere Pflege, bessere Gesundheitspolitik, kann man sie eine bessere Bildungspolitik wirklich abschminken. Also es ist dann eine Chimäre, diese Forderung noch am sozialen Europa, verbunden mit der Hochrüstung der Europäischen Union und der Schuldenbremse, die jetzt gerade wieder langsam eingeführt wird. Also da wird es kein soziales Europa geben. Und deswegen glaube ich, sind unsere, oder deswegen treffen wir unsere Argumente, zusammengefasst mit Wohnen statt Kanonen, tatsächlich glaube ich auf einen Widerhall, und das haben wir auch gemerkt in der Unterschriften-Sammlungsaktion, was ja normalerweise immer sehr mühsame Tätigkeit ist und was ja nur Parteien machen müssen, die nicht im Parlament sind. Da vielleicht auch noch die Kritik ein bisschen anzubringen. Aber jedenfalls hat es da sehr, sehr guten Response gegeben auf unsere Forderungen. Und ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, auch darüber zu reden, was Neutralität innerhalb der Europäischen Union bedeuten kann. Was Neutralität innerhalb der Europäischen Union für eine Rolle spielen kann. Dazu wäre es aber notwendig, dass die österreichische Regierung sich einmal darauf besinnt, dass wir ein neutrales Land sind. Und zwar nicht nur am Sonntag in irgendwelchen Sonntagsreden, weil da ist es Folklore. Also da ist die Neutralität dann tatsächlich irrelevant, wenn sie als Folklore verstanden wird. Aber im Sinne einer aktiven Neutralitätspolitik kann es zum Beispiel nicht so sein, dass die österreichische Regierung den Botschafter bei der UNO anweist, gegen einen Waffenstillstand in Gaza zu stimmen. Das ist völlig undenkbar. Also es ist an sich schon eine Katastrophe, aber für einen neutralen Staat ist das natürlich fatal. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, die Neutralität da so in den Vordergrund zu bringen und da darüber zu diskutieren, was aktive Neutralitätspolitik tatsächlich sein kann und sein soll. Und da haben wir, glaube ich, einige Vorschläge dazu. Danke. Und Claudia, bitte. Ja, ich darf jetzt den Bogen wieder zurückspannen und möchte mit einer sehr persönlichen Erfahrung beginnen. Für mich war die KPÖ immer eine Friedenspartei und sie ist eine Friedenspartei. Ich bin selbst in den frühen 1980er Jahren
insofern politisiert worden, dass mich meine Oma mitgenommen hat zu dem großen Friedensaufmarsch in Wien. Und es war unglaublich erhebend zu erleben, dass da an die 100.000 Menschen aus unterschiedlichen Parteien, aus unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, Leute, die aus ganz Österreich einfach zusammengekommen sind, aus unterschiedlichen Vereinen, gemeinsam dort für den Frieden auf die Straße gegangen sind. Und das war für mich wirklich so ein Knackpunkt in meinem Leben, dass ich so das Gefühl habe, okay, wenn man sich zusammentut und gemeinsam für den Frieden auf die Straße geht, dann kann man auch wirklich was ändern. Und ich habe das dann noch lange bevor ich der Partei beigetreten bin, auch immer wieder erlebt, dass die KPÖ nicht nur an bestimmten Tagen die Friedensfahne vor sich hergetragen hat, sondern ständig und immer. Und ich selbst kann erzählen, auch aus den Jahren 2018, wo wir ganz intensiv in Graz auch versucht haben, wieder so eine Gemeinschaft auf die Beine zu stellen und die Friedensbewegung sozusagen wieder neu zu mobilisieren. Und zwar haben wir damals den Friedensweg gegründet, wo wir wirklich mit unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und unterschiedlichen Vereinen zusammengearbeitet haben, vom Afroasiatischen Institut bis Zebra. Es waren wirklich alle Religionsgemeinschaften, die auch in Graz interreligiösen Beirat sind, auch dabei und haben sich mit uns dort gemeinsam engagiert. Es gab damals im Juni eine Pressekonferenz auch unter dem Titel 50 gegen den Krieg, weil wir 50 Organisationen waren, auch verschiedene Parteien. Und wir sind damals auch auf den Schlossberg hinauf gewandert und haben den Kriegssteig benutzt und ihn für diese Aktion als Friedensweg umbenannt und dann zusammengekommen. Es waren auch unglaublich tolle Menschen, die dort auch wirklich über das Thema Neutralität gesprochen haben, über das Thema Frieden gesprochen haben und auch über die Rolle, die Österreich einnehmen kann. Und da wurde ja jetzt schon einiges gesagt. Wenn man heutzutage den Radio aufdreht oder den Fernseher, dann kriegt man natürlich Kriegsberichterstattung live. Ich frage mich immer, wer spricht von Frieden? Wer spricht davon, dass Österreich in seiner Neutralität eine aktive Rolle einnehmen soll und könnte? Das ist ja eben zum Beispiel in den 1970er Jahren durchaus immer wieder auch Tatsache gewesen, dass man an den Verhandlungstisch gerufen hat, dass man sich wirklich aktiv eingesetzt hat. Wenn man heute, das erlebe ich im politischen Diskurs oft, betont, wie wichtig die Neutralität ist, dann wird man als naiv abgestempelt. Ja? Es wird einem erklärt, um Österreich zu schützen, bräuchte es einen NATO-Beitritt oder eine EU-Armee. Eine kann nur aus tiefstem Herzen der Überzeugung auch sagen, das glaube ich nicht, denn wenn uns etwas schützt, dann ist das unsere Neutralität. Und insofern kann ich an dem anschließen, was da von den Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt wurde, wenn man sich mit den Leuten unterhält, auch jetzt in dieser Situation, dann bekommt man mit, dass die Neutralität ein hohes Gut ist. Es gibt ja auch Umfragen, wo es heißt, dass 9 von 10 Österreicherinnen auf keinen Fall die Neutralität abschaffen wollen, so wie es andere Parteien sehr wohl tun wollen. Und wir wissen einfach überall dort, wo wir tätig sind, ob das in den Bezirksräten ist, ob das in den Gemeinderäten ist, ob das im Landtag ist. Wir sehen, wo die Menschen der Schuh drückt und wir sehen auch, wo wir das Geld dringend brauchen würden. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das heute auch kundtun, dass wir das im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen, die der Bildungsverein auch machen wird, kundtun und dass wir das vor allem auch den Leuten beim 1. Mai sagen, dass wir Gemeindewohnungen brauchen statt Panzer, dass wir Pädagoginnen brauchen statt Euro-Weiterflugstunden und dass wir Krankenhäuser bauen brauchen, die gebaut werden, statt Skyshift-Raketen anzuschaffen. Das ist meine tiefste Überzeugung und das ist nach wie vor ein Grund, warum ich Mitglied der Österreichischen Kommunistischen Partei bin. Vielen Dank, Claudia. Die Friedensbewegung, was die Claudia gerade angesprochen hat, in Österreich weit über alle gesellschaftspolitischen Kreise und Milieus gewirkt hat. Und wenn du als Kind mit deiner Oma erlebt hast, du merkst, dass sie zehn Jahre älter bin, wie du als junges Mädchen erleben dürfen. Und das ist nicht unwichtig, dass die Claudia das erlebt hat, weil warum? Wenn man das selber nicht vorgelebt bekommt, wenn man nicht das erfährt, dass sich Menschen für friedliches Zusammenleben,
für Solidarität einsetzen, für Völkerverständigung einsetzen, woher sollen wir sonst Kinder und junge Menschen erleben können? Das hat, und diese Kriegslogik, von der du gesprochen hast, oder das, was man täglich in den, wenn man die Zeitung aufschlägt und einfach auch erfährt, wenn man dem keine Alternative gegenüber setzt, dass es auch anders gehen kann, dann werden unsere jungen Menschen mit der Logik aufwachsen. Und deshalb ist uns das über Jahrzehnte hindurch wichtig gewesen und werden wir auch nicht nur in dem Monat Mai, sondern darüber hinaus auch wirklich ganz stark als Partei, aber auch, und das ist für mich nicht unwichtig, weil man könnte, Sie könnten uns ja fragen, was tut ihr jetzt in Graz, ihr seid da jetzt stärkste Partei, in einer Koalition, was tut ihr da für ein friedliches Zusammenleben oder für dieses Thema? Und das möchte ich vielleicht auch noch, da noch zum Schluss erwähnen, dass wir genau in diesen, nicht einmal ganz zweieinhalb Jahren, wo wir tätig sind, wesentlich auch finanziell uns das wichtig war, besser auszustatten, Vereine, Initiativen und Plattformen, auch ganz konkret unsere Beiräte, die wir als Stadt Graz schon seit langem haben, wie den Menschenrechtsbeirat, ganz konkret dessen erweitert haben, mit sehr vielen Akteurinnen, die aus unterschiedlichen Berufsfeldern kommen und auch mit unterschiedlichsten sozialen Gruppen zu tun haben. Also das hat jetzt eine Aufwertung erfahren, worüber auch alle recht glücklich sind. Wir haben das Friedensbüro selbst auch finanziell besser ausgestattet mit der Stadtteilarbeit. Wir haben den interreligiösen Beirat, für den ich vorstellen darf. Erstmals dieses Jahr, das wird im September sein, wo ich jetzt schon informieren möchte, erstens durch noch mehr Religionsgruppen ausweiten können. Und wir haben einen Tag, das wird der Tag der Religionen sein, der nämlich genau zu diesem Thema auch stehen wird. Alle sich unter dem Thema Frieden und Solidarität, es gibt, egal welche Religion und auch immer, dass sich alle hinter diesem Thema auch wiederfinden. Und das ist schon was Außerordentliches. Und der Menschenrechtsbeirat hat ja in Graz auch das Zentrum für Menschenrechte. Das haben wir finanziell jetzt auch wieder ausgestattet. Und hinzu kommt auch, dass wir am mehrheitlichen Beschluss im Gemeinderat für die Befreiungsfeier am 8. Mai. Genau, das machen wir noch nicht bei der Parade. Achso, das geht noch nicht. Entschuldigung, das ist nicht. Aber was auch wichtig ist, so dass es über Parteien hinaus auch ein Schwung gibt. Und es ist diese Plattform Frieden braucht Erinnerung, die wir oder ich als Bürgermeister am Budget aus unterstützen darf und wo sehr viele Aktivitäten stattfinden. Weil es ist immer wichtig, wir sind Menschenrechtsstadt, wir sind Friedensstadt, wir wollen im Gemeinderat jetzt eine Erklärung einbringen. Bisher hat uns das gar nicht gegeben, wir sind zwar seit den 90er Jahren Friedensstadt, aber es hat nie eine Erklärung dazu gegeben oder eine Definition, was wir darunter verstehen oder eine Klammer, hinter der wir auch stehen. Und das alles trägt dazu bei, dass wir das, was wir immer sagen, Graz sind, wir alle mithelfen soll, dass wir dieses Zusammenleben, zumindest dort, wo wir leben und wirken, tatsächlich auch bestens vorleben. Ich darf Sie jetzt bitten um Fragen. Also, du darfst vielleicht noch ganz kurz skizzieren, was im Rahmen des Friedensmonats auch noch alles passieren wird. Ein gewisser inoffizieller Auftrag hat ja gestern schon stattgefunden. Wir haben gestern eine interessante Veranstaltung gehabt mit einer israelischen Parlamentsabgeordneten, Aida Truman Suleiman, die in den 90er Jahren auch schon mit einer Gruppe von Frauen zusammen vorgeschlagen worden ist für den Friedensnobelpreis. Sie ist eine israelisch-arabische Psychologin, Vorkämpferin für die Rechte der Frauen und unter anderem auch die erste Hotline und auch ein Beratungszentrum eingerichtet für Opfer sexualisierter Gewalt auf arabischer Seite. Ganz beeindruckende Frau, die gestern eben auch sozusagen sehr deutlich über die Dringlichkeit von Waffenstillstand, der Freilassung der Geiseln und von Frieden und einem friedlichen Zusammenleben von Israelis und Palästinensern und Palästinenserinnen gesprochen hat. Also das war sozusagen auch für uns sozusagen etwas, was uns sehr beeindruckt und bewegt hat, eben sozusagen das nicht nur aus der Ferne zu betrachten, sondern eine Frau dort zu haben, die tagtäglich erlebt, sozusagen was dort auch Gewalt anrichtet, und zwar auf beiden Seiten, und
und insbesondere natürlich auch dem Gazastreifen und die humanitäre Katastrophe, die dort eben gegeben ist für so viele Menschen. Das ist sozusagen gestern ein Auftakt gewesen. Morgen natürlich die große 1. Mai-Demonstration. Der 8. Mai hat für uns natürlich eine ganz besondere Bedeutung als Ende des Zweiten Weltkrieges und als Tag der Befreiung vom Faschismus, wo wir natürlich auch der Millionenopfer des Faschismus gedenken, Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt worden sind, und natürlich auch ganz besonders Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, wo die KPÖ ja auch einen ganz maßgeblichen Beitrag geleistet hat zum antifaschistischen Widerstand in Österreich. Und am Pfingstwochenende dürfen wir zum Willi Geist Seminar einladen, wo wir uns wieder auch mit der Frage von Krieg und vor allem seiner Alternative, nämlich dem Frieden, beschäftigen wollen und sozusagen auch hierzu Gäste haben aus Deutschland, wie zum Beispiel Tobias Pflüger, ehemaliger EU-Abgeordneter der Deutschen Linkspartei und eben der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen tätig, oder auch einen israelischen Friedensaktivisten, den wir auch zu Gast haben werden. Und das Ganze sozusagen gipfelt dann in ein Ende. Sozusagen einerseits am 1. Juni werden unsere Jugendorganisationen KJÖ und Junge Linke zu einem großen Friedenskonzert ins Parkhaus einladen, und am 3. Juni, darauf freuen wir uns auch schon sehr, dürfen wir die Klimaexpertin Helga Kramp-Kolb bei uns begrüßen. Sie ist eine der renommiertesten Klimaforscherinnen Österreichs, und sie wird einen Aspekt beleuchten, der in der Frage oft auch zu kurz kommt, nämlich was bedeutet Rüstung und was bedeutet Krieg eigentlich an ökologischen Desaster. Das ist eine Frage, die viel zu kurz kommt, die oft auch in der in Klimadebatten nicht eine so große Rolle spielt, aber die Bilanz, und sowas kann man schon vorwegnehmen, ist verheerend auch für das Klima und für die ökologische Entwicklung. Sozusagen ein kurzer Abriss, was wir alles planen, und damit stehen wir jetzt tatsächlich auch für die zur Verfügung. Danke. In Zeit können Sie ausschließlich Ihre guten Friedensbemühungen von der KPÖ Graz, KPÖ Steiermark, von Putins Propagandanetzwerk, also auf irgendeine Art und Weise instrumentalisiert oder gefördert wird? Das können wir ausschließen. Und um das auch wirklich zu sagen, die KPÖ hat sich vom ersten Tag an des russischen Einmarschs in der Ukraine hat das unmissverständlich verurteilt und nie einen Zweifel daran gelassen, dass hier Völkerrecht gebrochen wird, dass dieser Krieg scheußlich ist, dass dieser Krieg grauslich ist, dass er unglaublich viel Menschen entsetzliches Leid bereitet und dass er sofort beendet werden muss und dass man auch alle Maßnahmen ergreifen muss, dass dieser Krieg endet. Und dazu gehört letztendlich auch der Weg der Diplomatie und der Verhandlung, auch wenn man sozusagen eine klare Haltung hat, dass hier jemand diesen Krieg begonnen hat. Man muss aber sozusagen auch daran denken, wie kann dieser Krieg enden. Genau. Und das gilt sowohl für die Ukraine, das gilt aber auch für den Nahen Osten, wo ja die KPÖ mitunter auch attackiert worden ist von anderen politischen Parteien oder auch medial. Wir haben auch hier unmissverständlich und vom ersten Tag klargestellt, dass der Terroranschlag der Hamas doch nichts zu rechtfertigen ist, dass er ein entsetzliches Verbrechen an über 1200 israelischen Bürgerinnen und Bürgern ist und das sozusagen doch nichts zu rechtfertigen ist, was aber natürlich auch keine Rechtfertigung dafür ist, für den mittlerweile 6 Monate dauernden Kriegseinsatz der israelischen Armee im Gazastreifen, der mittlerweile an ihren 35.000 Menschen und davon eben mit großer Anzahl Frauen und Kinder, dass die sozusagen da also getötet worden sind in diesen Kriegshandlungen. Das ist schrecklich und das ist eine Tatsache. Und das ist für uns auch sehr wichtig, weil das auch Teil ist dieser
Kriegslogik, die Günter Hofgarten vorher angesprochen wird, dass so oft die Frage auftaucht, auf welcher Seite steht man. Wir wollen auf keiner Seite stehen. Wir wollen auf keiner Seite einer Regierung, wir wollen auf keiner Seite einer Armee oder auch einer Terrororganisation stehen, sondern wir wollen auf der Seite des Friedens stehen und wollen eben sozusagen für Frieden, für Diplomatie, für Verhandlungen dem eine Stimme zu geben. Und wir leben leider in Zeiten, wo man sich wirklich oft an den Kopf greift, was eigentlich los ist, wenn man in Zeitungen liest, nach Forderungen, nach Kriegstüchtigkeit, nach Wehrfähigkeit, wo in Deutschland die Debatte war, Kanonen und Butter, bis man dann festgestellt hat, unter dem sozusagen Schuldenregime geht sich das mit Kanonen und Butter nicht aus. Sozusagen, also, und das, die Debatten der Zeit sind inkludierend dessen, was eigentlich da historisch auch alles mitschwingt und woher diese Losungen kommen. Das ist eigentlich für uns höchst an der Zeit, hier laut und deutlich einen Widerspruch einzulegen und das Ganze für nicht nur für uns, sondern auch für sehr, sehr viele Menschen, weil wir merken, dass ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung eben hier nicht mitmachen will, nicht mitspielen will. Und es ist uns wichtig, dem auch eine Stimme zu geben und auch diese Stimme zu sein, die nicht vermeintlich für Neutralität ist. Und da spiele ich auch ganz bewusst die FPÖ an, die jetzt so tut, als wäre sie die Vertreterin der FPÖ, die aber auch in ihrer Parteigeschichte schon ganz maßgeblich für einen NATO-Beitritt Österreichs eingetreten ist, die auch unter der Zeit von dem Herrn Kummersek als Verteidigungsminister eine Allianz gebildet hat mit der US-amerikanischen Nationalgarde und dem österreichischen Bundesheer, auch etwas, was ganz deutlich der österreichischen Neutralität widerspricht. Und das ist uns auch wichtig, dass Frieden und Neutralität für uns Themen sind der fortschrittlichen sozusagen Seite und für eine linke und eine kommunistische Partei und nichts ist, was wir rechts außen überlassen wollen, die vermeintlich für Neutralität einbringen. Danke, bitte. Bei den Hauptkanten steht noch Interview, würde ich vielleicht die erste Frage an Sie richten, Frau K. Generell sehr viel gesprochen von militaristischen Denken, militärischer Rom, Eskalationsschau. Aber meist im Zusammenhang mit der Europäischen Union, woher rührt denn, wo ist der Ursprung dieses militaristischen Denkens Ihrer Meinung nach der Europäischen Union? Nicht aus der Zivilbevölkerung. Das glauben wir durchaus mit unseren Kontakten linker und fortschrittlicher Parteien durchaus, dass diese Wahrnehmung kein falscher Eindruck ist. Die Bevölkerung in Europa wünscht sich keine Aufrüstung und diesen Auspulvern von sehr vielen Steuergeldern für noch mehr Hochrüstung, weil ich schon angesprochen, dieses Geld fehlt ja ganz dringend für Wohnungen, für die Pflege, für Ausbildung. Und wenn wir nicht eine Nivellierung nach unten unserer Sozialsysteme in Europa haben wollen und irgendwie die Balance halten wollen, dass jeder das Kind eine Chance und eine Zukunft hat in Europa, egal von wo er kommt, dann brauchen wir dieses Geld ganz dringend dort und eben nicht in einer Hochrüstungspolitik, wo eigentlich ganz klar Interessen dahinter steht, einer Kriegsindustrie und auch bestimmter Konzerne. Das war meine Frage nämlich also im Hinblick auf die EU-Politik, die man da die Kritik hingerichtet. Also wo hat sie diesen Ursprung? Also in dem Punkt haben wir immer von Anbeginn an die Debatte damals, wie es um den Beitritt Österreichs zur EU gegangen ist, war die KPÖ immer sehr kritisch, nicht gegen Europa, weil wir sehen in keinem europäischen Land unsere Gegner. Im Gegenteil, wir sind eine Partei der Solidarität und das sind Brüder und Schwestern, egal ob in Europa oder weit darüber hinaus. Aber wenn man eine Gemeinschaft hat, dann muss diese Gemeinschaft auch die Mehrheit der Interessen der arbeitenden Bevölkerung sehen. Und die wird von den bestimmenden Kräften, die derzeit das Sagen in der EU haben und von Anbeginn an so ausgerichtet ist, da stehen nicht die arbeitenden Menschen im Mittelpunkt, sondern die Konzerninteressen. Dass halt die Butter von Schweden bis nach Athen dieselbe in die Regale ist. Und das geht sehr oft auf Kosten der heimischen und der regionalen Wirtschaft vor Ort, die in jedem Land ihre Besonderheiten hat. Und dieses
das, was wir da bis da alles gesagt haben, ist leider eingetreten. Es ist ja nicht immer lustig, oft im Nachhinein du recht zu bekommen. Leider hängt es natürlich auch von den politischen Kräfteverhältnissen in den eigenen Ländern ab. Und wenn die halt sehr rechtslastig sind, wenn die sehr der Profitlogik anheimfallen, dann schaut halt das Europäische Parlament auch so aus. Also insofern ist eine Europäische Union auch nur so gut mit ihren Vertreterinnen, wie halt auch die nationalen Parlamente und Vertreter in den Ländern auch sind. Und wenn das halt keine Vertreter sind, dessen, was wir alles gerade gesprochen haben, für Frieden und eine Wertegemeinschaft, die den Namen auch verdient, dann wird sie wenig ändern. Und insofern sind wir die Freunde und Verbündeten all jener Parteien und Vertreter, die diese Werte auch vertreten in ganz Europa. Kurze Nachfrage, sollte es irgendeine Form der Sicherheitsarchitektur geben oder wählen Sie das komplett ab? Die Selbstbestimmungsrecht und Verteidigungsrecht der einzelnen Länder lehnen wir nicht ab. Das knüpft auch unmittelbar an die vorige Frage an. Selbstverständlich hat aber wir das, wenn wir dem gegenüber kein anderes Bild entwerfen, dass dieses Europa auf dieser Welt und die Menschen vor allem nicht ihre nicht Feinde überall sehen, dass es nicht immer nur darum geht, welche Konzentration, egal ob das die USA, ob das Asien ist, ob das die Russland ist oder eben Europa als Player auftritt, wo wir irgendwo auf dieser Welt noch Ressourcen ausbeuten können. Es gehört ein Gegenentwurf, wie der gesagt, und das mag schwer sein und das mag jetzt für manche als Träumerei sein, aber das ist alternativlos. Wenn es dafür keine starken Stimmen mehr gibt, in Österreich, Europa und auch weltweit, und wir wissen, dass wir da nicht allein sind, dann wird, dann muss man sich zu Recht große Sorgen machen, weil die Alternative dazu ist genau das, was der Günther gesagt hat, nämlich, dass die Herren Aufrüster und die, die sozusagen nur das Profit und die Kriege im Visier haben, um zu diesen Ressourcen zu kommen, darum gewinnen die Oberhand und dem muss man sich entgegensetzen. Ist das jetzt zu verkürzt? Ich könnte es gerne ergänzen. Das ist eine große Frage, aber wir sind ja auch nicht anmaßend. Wir sind da die KPÖ österreichweit, uns gibt es jetzt nicht verstärkt in Salzburg, in Innsbruck, in Graz, in der Steiermark, in Wien. Wir versuchen Oberösterreich, wir versuchen Terrain zu gewinnen, in vielen lokalen Fragen, in vielen Fragen der Existenz der Menschen in Österreich und wir versuchen ihnen da bestmöglich zur Seite zu stehen. Aber es ist auch wichtig, in diesen großen Fragen vermehrt Stimmen zu erheben und was uns optimistisch stimmt, dass vor allem für junge Menschen, nämlich weit über Österreicher und Österreicherinnen hinaus, wir da Solidarität spüren. Und dass dieser Wunsch da ist, oder tiefe Sehnsucht nach genau diesen Alternativen. Womit ich schon zur nächsten Frage kommen darf. Gestern hat der EU-Spitzenkandidat der Linken, also das ist euer Walter Bayer, die Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisiert und gefragt, wann endlich Sanktionen gegen Israel kommen. Ist das sinnvoll, jetzt Israel mit Sanktionen zu belangen? Ich hätte eine Antwort darauf, aber das wäre toll. Wenn ich doch vielleicht, das ist ja. Es gibt jetzt mittlerweile erste Sanktionen gegen extrem rechte Siedlergruppierungen, die ja von der EU, ich glaube, vor zwei Wochen verhängt wurden. Ungefähr zwei Wochen ist es ja. Genau. Und selbstverständlich muss man die Frage stellen, wenn eine Regierung wie die Regierung Netanyahu, und das ist uns auch ganz wichtig zu betonen, die Regierung Netanyahu ist nicht gleichzusetzen mit der Bevölkerung des Staates Israel, sondern sie ist die Regierung Netanyahu und sie ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel in seiner Geschichte hatte, die auch, und das ist jetzt sozusagen keine Wertung von unserer Seite, sondern auch sozusagen in der Politikwissenschaft so anerkannt, dass sie auch extrem rechte Parteien beinhaltet. Und wenn eine Regierung über Monate hinweg eine derartige
kriegerische Handlung setzt, auf Kosten der Zivilbevölkerung in einem der dicht besiedelsten Gebiete der Welt, wo 2 Millionen Menschen auf wenigen Quadratkilometer zusammenwohnen, wo es kein Entkommen, keine Fluchtmöglichkeit gibt, dann muss man unweigerlich als internationale Staatengemeinschaft und auch als EU überlegen, was gibt es für Mittel und Maßnahmen, diese Regierung unter Druck zu setzen, dieses Verhalten einzustellen. Und natürlich gilt es, diese Frage zu stellen in Israel selbst. Das Wirksamste ist immer der Druck und der Widerstand aus der eigenen Bevölkerung im eigenen Land. Und das macht uns durchaus Hoffnung, dass es in Israel auch eine wachsende und stärker werdende Friedensbewegung gibt, die sich auch sehr stark gegen den Premierminister Netanyahu, der offenbar sein persönliches politisches Schicksal verbunden hat mit der Fortsetzung dieses Krieges, sozusagen sich dagegen einsetzt und stark macht. Aber selbstverständlich ist das auch etwas, was auf internationaler Ebene behandelt werden muss. Und wenn das sozusagen Sanktionen, wie zum Beispiel eben, dass man auch keine Waffen liefert, was ja eigentlich das Logischste überhaupt ist, also dass man insgesamt in Kriegsgebiete keine Waffen liefert und vor allem ein Land, das mittlerweile seit Monaten diese Waffen insbesondere gegen die Zivilbevölkerung einsetzt, dass man das sofort beendet und insofern auch sanktioniert, das ist, glaube ich, ja, etwas, was unbedingt ein Gebot der Stunde ist. Dazu noch kurz nachgefragt, aber ich habe Sie richtig verstanden, das Existenzrecht Israels wird von Ihrer Seite definitiv nicht angezweifelt. Also, um das vielleicht nach wie alle mal klarzustellen, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt. Es ist in allen Positionen der KPÖ und das seit Jahrzehnten. Und die KPÖ, um das auch einmal klarzulegen, ist eine Partei, die eng verwoben ist mit der jüdischen Gemeinschaft hier in Österreich. Es war von der Gründung an, weil die KPÖ auch die Partei war, die auch in den 20er und 30er Jahren offensiv gegen Antisemitismus eingetreten ist, die auch 1938 während der Pogromnacht erklärt hat, sozusagen die Bevölkerung aufgerufen hat, die jüdische Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig sozusagen diesen fürchterlichen Antisemitismus, diesen mörderischen Antisemitismus der Nazis verurteilt hat. Und diese Haltung ist sozusagen in der DNA der KPÖ festgeschrieben. Wir haben ein, wenn man das so will, ein jüdisches Element in unserer Geschichte und auch in unserer Gegenwart. Wogegen wir uns wehren, ist die Gleichsetzung der Regierung Netanyahu oder sozusagen der Bevölkerung des Staates Israel und auch von Jüdinnen und Juden weltweit mit der schwerrechten Regierung Netanyahu. Das ist sozusagen etwas, was wir absolut ablehnen, aber selbstverständlich hat der Staat Israel, und wie gesagt, seit Jahrzehnten hat die KPÖ nie etwas anderes gesagt, dass Israel selbstverständlich ein Existenzrecht hat, und zwar als Staat gleichberechtigt für Palästinenserinnen und also sozusagen jüdische und arabische Israelis, um sozusagen. Und das Ganze eingewoben natürlich in eine Zwei-Staaten-Lösung, selbstverständlich hat auch Palästina ein Existenzrecht und es braucht eine Zwei-Staaten-Lösung, anders wird man diesen Konflikt nicht lösen können. Und für das fortschrittliche Israelis auch eintreten. Es ist ja seit 30 Jahren im Endeffekt auf der politischen Agenda, aber es wird halt nicht umgesetzt, so wie viele andere Dinge auch. Genau. Aber ich habe das nur deswegen nur kurz gefragt, auch für den Zuschauer, weil eben die Sowjetunion früher eben arabisch-sozialistische Bewegungen unterstützt hat und liegt ganz klar das israelische Selbstbestimmungsrecht oder die Staat, den Staat Israel in Frage gestellt hat. Aber dazu kann ich tatsächlich sagen, also es gibt kein Papier, keine Position, offizielle Position der KPÖ in den letzten, ich weiß nicht, wie sie überschauen, die letzten 4 Jahrzehnte in der Partei, wo das Existenzrecht Israels angezweifelt wurde. Das ist tatsächlich Grund, für uns auch Grundlage für die ganzen Überlegungen
der Lösung des Nahostkonflikts, also des Existenzrechts Israels, steht außer Frage. Wir werden für Zwei-Staaten-Lösung. Da gibt es auch innerhalb der Linken, glaube ich, andere Positionen. Aber wir glauben, dass das die vernünftigste Position ist und darüber würde man natürlich diskutieren. Aber das Existenzrecht Israels steht für uns außer Frage. Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang auch nochmal an den Franz Leitner erinnern, langjähriger Landesvorsitzender der österreichischen Kommunistischen Partei, der ja vom Staat Israel auch als Gerechter unter den Völkern ernannt wurde. Und das ist eine Auszeichnung, die weltweit angesehen ist und die nicht sehr viele Menschen bekommen haben. Der Franz Leitner hat sich deshalb gekriegt, weil er aus dem KZ hunderte jüdische Kinder gerettet hat. Eine Frage noch mit Blick auf die EU-Wahl, die ich beantworten möchte. Wir haben jetzt viel gehört im Kontext der EU als Kriegsmaschinerie, als Interessensgemeinschaft der Lobbyisten sozusagen von Spitzen auszudrücken. Gibt es aber etwas, das Sie der EU auch Positives abgewinnen können? Es gibt viele Projekte. Wenn ich nur bin, dann. Also, Entschuldigung. Ja, natürlich gibt es Unterstützungen, Förderungen, die wir auch positiv sehen, vor allem auch, wenn es um klimapolitische Ziele geht. Natürlich auch, aber Sie dürfen nicht vergessen, wie viel im Gegenzug natürlich auch die jeweiligen Staaten auch einzahlen. Also es ist ja, es gibt natürlich Projekte, die Sie unterstützen in den Ländern, die nicht negativ sind, aber... Was überwiegt denn in Ihren Augen? Ist es quasi die das, Kritik, was Sie vorhin skizziert haben? Die Kritik dessen, dass es einfach nicht gelungen ist, die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung in Europa auf das Niveau zu heben, was wir uns nämlich wünschen, nämlich in Bildung. Es ist einfach, es trifft immer mehr Menschen weg in der EU, in allen Ländern. Und auch wir spüren das bei uns in Österreich. Und die Mittel und Förderungen, die wir von der EU, um nur als Beispiel zu nennen, in bildungspolitischen Fragen oder im Gesundheitsbereich sind enden wollen, im Gegenteil. Also das ist das, was wir in Österreich schaffen oder auch nicht schaffen, ist größtmöglichst die Leistung der eigenen Bevölkerung, der Wertschöpfung, die im eigenen Land produziert wird. Und, aber ist auch nicht unlogisch, weil noch einmal sehr, sehr viel Geld eigentlich in Kanäle fließt, die zu Ungunsten der arbeitenden Bevölkerung sind. Sie haben Geld erwähnt, Eurofighter, Flugstunden und noch irgendwas. Sind Ihnen die Investitionen des Bundesheeres, was dort aktuell forciert wird, zu viel? Also ich auf jeden Fall. Also wenn man sich vorstellt, dass ich bezahlt bin, jetzt in den nächsten Jahren 16 Milliarden fürs Bundesheer, also eigentlich für Rüstung, für Hochrüstung und nichts in zivile Konfliktlösungsmechanismen investieren will, dann ist das tatsächlich eine Schieflage, die wir nicht akzeptieren können. Das ist der Punkt. Und das ist genau das, was ich meine, dass es eine Kriegslogik gibt, in der nur in den Parametern in Wirklichkeit von militärischer Logik und militärischer Konfliktlösung gedacht wird. Und das ist das Problem und das drückt sich so auch in Zahlen aus, die dann wieder Auswirkungen auf die Gesellschaft. Weil, ich weiß nicht, haben Sie gestern auf Nacht, ich weiß nicht, ob das auf Arte oder auf Dreisat, wo renommierte Wissenschaftler oder Leute sich mit Aufrüstungspolitik beschäftigen, Szenarien ausmalen, wie weit eigentlich die Forschung ist, was die künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Kriegsindustrie betrifft. Das ist unglaublich. Das muss man eigentlich gar nicht ausmalen oder anhören, weil wenn das in der Logik weitergeht, Aber das ist die Aufgabe der Politik, sich damit zu befassen, oder? Definitiv. Ja. Sind wir da? Ja. Ich glaube, wenn es jetzt keine dringlichen Fragen mehr gibt,